Hallo und herzlich willkommen. Pünktlich zum Release von neuem Starbound-Version gibt es von mir jetzt ein kleines Let's Play dazu. Es ist mein erstes Projekt auf meinem neuen Channel. Der alte, der ist seit Jahren verschollen und ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, geschweige denn irgendwie, wie ich an ihn rankomme. Deshalb habe ich beschlossen, ich fange gleich mit einem neuen Channel an. Und hier seid ihr nun bei meinem kleinen Let's Play zu Starbound. Ja, ich möchte auch nicht viel reden, sondern möchte einfach gleich mit voller Vorfreude auf dieses Projekt losstarten. Zuvor nochmal ganz kurz die Optionen alle abchecken, ob auch alles richtig passt. Die Auflösung lasse ich jetzt bewusst mal ein bisschen geringer. Das hatte nämlich vorhin bei der kleinen Testaufnahme, habe ich festgestellt, dass es bei voller Auflösung irgendwie ein paar Pixel nicht aufnehmen konnte zwischen. Da waren lauter so schwarze Pünktchen überall drin und wurde jetzt irgendwie gelöst mit der Auflösung. Keine Ahnung warum. Deswegen lasse ich es jetzt lieber da dabei, dass es so ist. Ja. Es passt alles soweit. Dann klicke ich auf Accept und wir starten gemeinsam in ein neues Spiel, um gemeinsam die Neuerungen zu entdecken. Hier seht ihr schon den Spielstand zu meinem kleinen Testlauf. Den wollte ich aber nicht benutzen, sondern ich nehme einen neuen Charakter. So. Ja, es hat sich einiges geändert seit dem letzten Mal, wo ich das gespielt habe. Man kann jetzt die Klamotten ausblenden und einblenden lassen. Man kann jetzt hier Namen, werden nur noch die Vornamen zufällig generiert. Oh, es hat sich so viel verändert seit dem letzten Mal. Und Leute, es ist ein super Spiel, es ist ein geniales Spiel einfach. Es überzeugt einfach mit seinem Gesamtpaket und genau aus diesem Grund freue ich mich eigentlich jetzt auch schon auf dieses Projekt. Und ja, wir schauen einfach mal, was wir hier machen wollen. Es hat jetzt Beschreibungen zu jedem zu. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Die Leute, die des Englischen mächtig sind, können ja ganz kurz auf Pause klicken und sich die Beschreibungen durchlesen. Oder die Leute, die halt dann sowieso schon wissen, ja, wie dieses Spiel so... Da musste ich jetzt ganz kurz mich räuspern. Die können ja dann quasi, die wissen ja dann schon, worum es geht in diesem Spiel, was diese Völker alles können und deswegen lasse ich es einfach nur mal ganz kurz, zeige ich die Infotexte kurz für jeden an. Falls jemand das lesen möchte, kann er kurz auf Pause klicken und dann, wenn er fertig ist, das Ganze dann natürlich fortsetzen. Ich werde vielleicht noch selber noch ein bisschen dann was dazu sagen, im Spiel halt, während wir uns so fortbewegen und ja, die Story für uns erkunden. Es gibt noch eine Sache, die ich noch sagen möchte zu dem Let's Play, weil das Spiel ist ja eigentlich so dafür ausgelegt, dass man ja das eigentlich unbegrenzt spielen könnte, theoretisch. Ich habe jetzt gesagt, nein, das will ich nicht machen, ich will es nicht unbegrenzt, unendlich lang spielen, sondern ich mache es erstmal als offenes Ende. Ich sage, ich spiele das jetzt, solange wie ihr und wie ich halt Lust haben, werden wir das spielen und dann werden wir es vielleicht pausieren oder beenden, je nachdem, wie wir uns halt da dazu finden und dann, ja, eventuell könnte man dann mit einer zweiten Staffel in einem späteren Zeitpunkt dann fortsetzen. Aber jetzt möchte ich auch nicht weniger da über das, was sein könnte, reden, sondern einfach mit zur Tat schreiten und einfach loslegen mit den Dingen, was hier jetzt eigentlich erwartet wird, nämlich ein Let's Play zu Starbound. So, wir sind im Charaktererstellungsmenü und ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, was ich nehmen soll. Ich wäre ja fast schon am Überlegen, mal ein Volk zu nehmen, welches ich noch nicht gewählt habe. Am liebsten habe ich immer mit den Nova Kids gespielt. Aber ja, sie werden irgendwie auf Dauer machen sie dann auch irgendwie. Es ist immer dasselbe eigentlich. Wenn ich also noch nicht gespielt habe, das sind die Floraner. Nicht Floraner, die Apex und die Hilotl. Das sind die beiden, die ich also noch nicht gespielt habe. Alle anderen habe ich schon mindestens einmal irgendwie, zumindest ein Stück weit angespielt gehabt. Und ja, die Nova Kids haben ja eigentlich am besten immer zugesagt bisher. Aber ich möchte jetzt einfach für euch, einfach damit wir alle gemeinsam was Neues entdecken können, einfach einen ganz anderen, mal was ganz anderes nehmen. Und ich denke, ich bleibe bei den Hilotl eigentlich gleich, wenn wir schon mal dabei sind.
Ja, Gender. Puh. Also ist mir das überlege ich. Na, das sollte ich mir vielleicht jetzt noch überlegen. Ich habe sehr viele Herren bei The Starbound bisher gespielt, deswegen werde ich fast schon überlegen, jetzt bei diesem kleinen Let's Play für euch einfach nochmal ein Weiblein zu nehmen. Ach nee, kommt. Alt bewährt gut, wir bleiben bei den Herren der Schöpfung. Einfach nur, weil ich eben auch, naja, zu der Seite des Buttons gehöre. Man möge mir vergeben, wenn man gerne eine Frau gesehen hätte. Schauen wir mal, was wir hier noch so Farbmöglichkeiten haben. Ja. Es ist ein farbenfrohes Volk, doch, kann man durchaus sagen. Ah, das sind alles so Farben, die irgendwie, ich weiß nicht, die ist so seltsam. Sie können irgendwie komisch ausschauen bei dem. Ich würde fast sagen. Wir bleiben bei einer schönen dunklen Farbe, eigentlich so ein bisschen gedeckter und ein bisschen mehr mysteriös. Finz, also die Frisur sozusagen. Ja, da können wir mal gucken, was man hier so. Ein Irokese, ein sehr mächtiger Irokese. Was sind das? Tentakel? Das schaut aus wie Tentakeln. Und das ist was? Eine Schwimmflosse? Doch, es hat eine sehr reiche Auswahl an Frisuren, sehe ich gerade. Da ist ein nicht so ganz mächtiger Irokese. Eine Haifischflosse. Oh, jemine, da werden wir noch eine Weile zu tun haben, weil ich kann mich immer nie entscheiden, wenn ich einen Charakter erstelle, wie der eigentlich aussehen soll am Ende. Hier haben wir eine Elvis-Locke. Sieht sehr nach einer Elvis-Frisur aus. Ach, wir sind schon wieder am Anfang, sehe ich gerade, glaube ich. Oder? Sind wir schon wieder am Anfang? Ich weiß nicht. Da wir ja Echsen spielen, rein theoretisch, also ja, Echsen sind es ja nicht mal, sondern so Amphibien halt, also so Frösche. Bin ja fast schon im Überlegen zu sagen, dass wir halt irgendwas typisch Froschiges nehmen. Also sowas wie diese Flossen, die wir da vorhin gesehen haben. Diese da? Ja, irgendwas, was typisch froschig ist. Also es hat einiges, die sehen teilweise sehr komisch aus. Ich kann mich auch wieder erinnern, warum ich die ungern genommen habe, weil die Frisurenauswahl immer recht komisch war. Jetzt sind wir wieder am Anfang, weil die Frisurenauswahl immer so komisch war. Ja, nee, also dann nehmen wir jetzt doch lieber die Apex. Die habe ich auch noch nie gespielt. Und dann spielen wir einfach jetzt mal ein kleines Äffchen und dann gucken wir mal weiter. Aber die ist auch wieder so. Also, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, die Völker, die ich am meisten gezockt habe, das waren eben die Nova Kids und die Menschen. Und von den beiden habe ich eigentlich recht wenig mitbekommen. Und die Glitch, da habe ich irgendwann dann mal, da kam dann ein Starbound-Update und da hatte ich dann keine Lust mehr, nochmal von vorne anzufangen. Da war ich eigentlich schon so halb weit, sage ich mal. Also, ich hatte diese zweite große Quest hatte ich abgeschlossen und dann musste ich den leider löschen, den. Ja, schade, der war gut, der war echt gut. Naja, also, es tut mir leid, ich werde jetzt doch nichts Neues nehmen, sondern ich werde jetzt die Avianer nehmen. Einfach weil ich finde die eigentlich, die sind so am niedlichsten eigentlich mit. Und, ja, da nehme ich dann aber auch li lieber einen weiblichen Avianer, weil ich finde die männlichen, die schauen sehr komisch aus. Deswegen, ja, nehmen wir jetzt einen weiblichen Avianer. Und dann, ja. Tweeten wir los. Auch wieder so komische Frisuren, aber das ist wenigstens entschuldigbar, weil dieses Volk ist halt an sich, das hat mit seiner Niedlichkeit hat es schon gepunktet sozusagen. Und ich bleibe bei dieser Frisur, weil die eigentlich ganz nett aussieht. Was haben wir hier? Das ist ach, das Gefieder. Das ist.
Man sieht nicht viel Unterschied. Muss man sagen, man sieht wirklich so gut wie keinen Unterschied. Vor allem dann später achtet man eigentlich auch nicht mehr so wirklich darauf. Es geht ja jetzt wirklich bloß darum, um halt, was weiß ich, etwas Persönliches zu haben einfach, was sonst keiner hat. Ja, ich denke, ich bleibe bei dieser Frisur, schön schlicht und einfach. Ach, das ist der Schnabel, okay. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich die Aviana gespielt habe. Mein letzter Spielstand war. Müsste ich jetzt lügen. Es war auf jeden Fall ein Novakid-Spielstand und ich bin doch ziemlich weit gekommen. Ich hatte mein Schiff aufs Maximum-Level ausgebaut gehabt. Aber da würde ich jetzt zu viel wegnehmen, um jetzt zu sagen, wie weit ich da war. Deswegen belassen wir das jetzt dabei. Also bei Klamotten, da bin ich halt so jetzt erst einmal schauen, nehmen wir mal ein anderes Shirt, weil das schaut echt seltsam aus. Und zwar nehmen wir. Das hat nicht viel Auswahl. Dann nehmen wir doch einfach mal das hier. Recht normal und. Ja, die Kombination sieht eigentlich sogar gar nicht schlecht aus. Schauen wir mal, was haben wir noch? Ich bleib bei dieser Kombination. Die schaut eigentlich nicht schlecht aus. Dann ändern wir noch die Shirt-Color zu dunkel, zu schwarz. Obwohl, das passt wieder nicht. Sollte schon was Hervorstechendes sein, sowas wie. Rot zum Beispiel. Dann ändern wir die Personalität. Weil das irgendwie auch wieder von die Magie wegnimmt, der Clown. Ja, und dann. Ja, wir nehmen das so. So, ich denke, das passt so. Und bei dem Namen. Da bleiben wir beim Zufall. Einfach. Und Toner, naja. Den Namen merke ich mir jetzt einfach mal. Falls nichts Besseres mehr kommt, dann nehmen wir den. Ihr wisst ja mittlerweile, denke ich, wer ich bin. Ja, die Auswahl ist auch recht groß geworden, wenn ich mich nicht alles täusche. Huaneka. Huaneka. Minali. Kittel. Macheca Ihuix. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast schon sagen, dass diese Namen so ein bisschen an aztekische Namen angelehnt sind. Tlinte. Xipina. Mojotok. Sieht wie Molotow-Cocktail an. Ein Mojotok-Cocktail. Siamoch. Eleui? Also die Namen sind schon. Ja, wisst ihr was? Einfach nur. Ich tue mal den Mauszeiger aus dem Weg, damit man es auch lesen kann. Bleiben wir jetzt bei dem Namen Tona. Der ist relativ schlicht, normal und ist jetzt auch nichts, was, naja, einen übermäßig aus der Fassung bringt, würde ich mal sagen. So, das passt alles. Das passt alles. Personality passt eigentlich auch. Und, ja. Ich denke, damit sind wir bereit. Ich skippe die jetzt nicht. Ach ja, die Schwierigkeit musst du noch einstellen. Hardcore war, when you die, your character stays dead. Nein, mache ich jetzt ungern, weil ich werde einige Male sterben. Eat to survive, drop items on death. Also ist jetzt die Frage. Ich finde es halt immer so ein bisschen anstrengend, wenn man dann immer gucken muss, wo kriegt man jetzt was zu futtern her. Deswegen. Vor allem das Drop Items on Death ist so ein bisschen so. Ich weiß nicht. Bis man dann wieder das gefunden hat, ist es dann alles gedespawnt und dann. Ich weiß auch nicht. Dann ist es. Ja, dann ist es weg und das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn man richtig Pech hat. Ach, wisst ihr was? Egal, ich lasse es jetzt auf Survival. Einfach nur, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich habe jetzt schon einen Kompromiss gemacht, dass ich ein Volk nehme, wo ich bereits besser. Naja, wo ich schon mal gespielt habe. Und als Kompromiss für euch bleibe ich jetzt im Survival-Modus. Das heißt, ich muss immer wieder regelmäßig was essen. Und wenn ich sterbe, ich darf halt aufpassen. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht sterbe. Oder besser gesagt, wir müssen dann aufpassen, dass wir halt nicht sterben. Wir heißt in dem Fall ich, weil ich ja der bin, der für euch das alles macht. So. Passt, passt, passt.
Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich los. Ja, bevor wir jetzt loslegen, das nächste, was jetzt kommt, das ist relativ schnell synchronisiert und zwar schneller, als was ich es übersetzen könnte. Ich werde es auf die Schnelle mal paraphrasieren und übersetzen. Aber wenn ab und zu mal vielleicht das nicht ganz stimmt, weil es einfach zu schnell geht, dann seid mir nicht böse. Ja, deswegen starten wir mal los. Ja, es lädt sehr lange. Hallo? Wach auf! Wach auf! Du hast dich verschlafen! Um mit Gegenständen in der Nähe deiner Persönlichkeit zu interagieren, mit einer Tür oder ähnlichem, solltest du mit der Maus darüber gehen und E drücken. Also so. Erstmal die Tür zu machen, das muss ja keiner mitkriegen. Wie wir hier jetzt so richtig ein schön in die Schüssel reinsetzen. So. Spülen? Geht nicht. Okay, schade. Naja, mieft's vor sich hin. So, wir dürfen jetzt zu unserem. Wo dürfen wir jetzt hin? Wir dürfen jetzt nach rechts. Oh, was ist das denn? Oh, cool. Das kann man sogar an- und ausschalten. Vielleicht nicht vergessen, du kannst eine Tür öffnen, indem du da in die Nähe gehst und dann mit E sie öffnest. Also mit dem Mauszeiger drüber und E. Weißt schon. Deine Uniform ist jetzt verfügbar. Um sie zu nehmen, musst du auf den Locker, also dieses Dings hier, gehen und. Ja, den Rest konnte ich leider nicht lesen, weil es mir zu schnell ging. Tut mir leid, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Achso, ups. Ja, wir machen jetzt das so. Jetzt. So. Dann haben wir die ersten Pixels eingesammelt. Yeah, 20 Pixel. Und hier, das ist der Graduation Flyer. Also unser, naja, Flyer halt für unseren Abschluss. Hey, Jonah, hast du einen Moment Zeit, um zu reden? Nee, sorry, hab's ein bisschen eilig. Gerade ein bisschen, so ein bisschen. Ja, nichts zu sagen. Und ein FPS-Drop bei so einem Spiel. Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Was ist jetzt los? Zu viele Leute oder wie? Oh, halt zu. Ja. Jetzt. Ich würde gerade eine Fliege vor der Nase und das ist echt blöd. Warum muss sowas immer passieren, wenn ich gerade Aufnahme mache? Very. Jeden Tag immer mehr so Blütenblätter aufzuwischen. Ja, sorry, du bist der Hausmeister, der Gärtner hier, du musst dich drum kümmern. You're really cutting me. Du lässt dir wirklich viel Zeit, Hona. Bitte beeile dich jetzt da zu deiner Graduierung zu kommen. Zu deinem Abschluss zu kommen. Meine Folgen Beschützer, heute sind wir hier, um ja, seit 500 Jahren stehen wir schon stolz hier. Sorry, ich kann so schnell das jetzt nicht übersetzen, aus dem Kopf raus. Unsere Aufgabe, um unsere Fellow Beings, also unsere folgenden, ja, zu schützen, zu unterstützen. Ja, okay. Heute im Namen des Friedens werden wir unser neuestes Mitglied willkommen heißen und geben ihm hiermit unsere mächtigste Waffe, den Matter Manipulator. Was war das? What? Hey du, Abschlüssling, nimm das und bring mich in Sicherheit. Es ist nicht sicher, um hier zu bleiben. Bitte nehme den Matter Manipulator. Du musst weitergehen zum Shuttle. Zum Abflug. Bom. Ja, wie gesagt, also ich kann so schnell einfach nicht übersetzen. Prinzipiell kann ich natürlich Englisch und ich bin auch des Deutschen natürlich mächtig, wie ihr hoffentlich hören könnt.
Aber es geht halt nicht auf die Schnelle, also Kopfverreißen. Es schaut so aus, als wäre das Dach eingestürzt. Der Meta Manipulator kann genutzt werden, um diesen Dreck wegzukriegen. Bitte drücke die R-Taste und dann linke Maustaste, um das alles wegzumachen. Ja, ich denke, ich spare mir jetzt einfach mal für euch, das zu erklären, ja. Leute von euch, die das Spiel kennen, die wissen ja, wie es geht. Andere Leute können dann nochmal genauer nachlesen, eben indem sie kurz Pause machen und halt dann lesen. So. Ja, Mensch, ist ganz schön was los. Das Ausmaß dieses Desasters ist nicht einzuschätzen. Die Zerstörung, die hier aufgetreten ist, ist außerhalb meiner Berechnungsfähigkeiten. Um von der Plattform runterzugehen, musst du S drücken und dann Leertaste drücken. Ach ja, hier geht's nicht lang. Wir müssen da unten natürlich den Weg freiräumen, um dann voranzukommen. Oh, eine Kiste. Die Kiste. Sitting on the conveyor up there? Warte, was ist das? Auf jeden Fall sollte in dieser Kiste interessantes Zeug drin sein und ja, das ist es durchaus. Ein paar Pixels und ein Schwert. Oh mein Gott, wir haben ein Schwert bekommen. Das hau ich mal raus, das hau ich raus, das hau ich mal da drüben rein, einfach mal. Weil es komfortabler ist, einfach hier so ein bisschen. Jetzt haben wir ein Tentakel. Wähle die Waffe aus, indem du sie oben in einen dieser Action Bar Slots setzt und dann drücke linke Maustaste, um anzugreifen. Genau. I've bypassed the pre-flight checks, get aboard. Er hat also die Sicherheitssysteme dieses Schiffes, naja, überschrieben und jetzt können wir mit dem Schiff abhauen. Bound. Please reboot the system. Rebooting. I am Sail, your ship-based artificial intelligence lettuce. I manage the maintenance of your ship. Also mit anderen Worten, er ist der das Helferlein, das uns jetzt durch das Spiel leiten wird. Die Erde wurde von einem unbekannten Kraft angegriffen und zerstört. Das Schiff, die Navigationssysteme des Schiffes sind schwer beschädigt, während unserer Flucht und noch irgendwas ist passiert, was ich jetzt nicht lesen konnte auf die Schnelle. Wie gesagt, tut mir leid, dass irgendwie lesen und übersetzen geht nicht gleichzeitig bei mir. Das ist fast unmöglich, würde ich sagen. Wir sind aktuell im Orbit eines unbekannten Planeten. Das Schiff ist schwer beschädigt und wir sind nicht fähig, den Orbit zu verlassen. Ich schlage vor, du beamst dich hinunter zu diesem Planeten, seiner Oberfläche, mit dem Teleporter und suchst dort nach Vorräten und perhaps a means und einem Grund, das Schiff zu reparieren. Keine Ahnung, warum a means? Keine Ahnung. Sorry. Das weiß ich gar nicht, was das damit zu tun hat. So, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. Also ich hatte mir gedacht, die Folgen mal so um die zwischen 20 und 30 Minuten zu machen. Oh, Kanickel! Oh, Kanickel! Ist ja goldig! Ja, was ich sagen wollte. Wir haben das Ende unserer Folge erreicht. Der ersten Folge wohlgemerkt. Ihr seht jetzt in dieser Folge wahrscheinlich noch die FPS-Zahl oben rechts hier. Ich schaue mal, ob ich das in der nächsten Folge ändere oder ich nehme gleich noch eine nächste Folge auf. Das weiß ich noch nicht. Ich denke, ich nehme noch eine Folge auf, bevor ich dann jetzt, damit ich halt noch ein bisschen Vorrat habe und solange eben jetzt nicht. Also, das heißt, ihr werdet diesen FPS-Zähler da oben sehen. Ich denke, für den einen oder anderen dürfte es interessant sein. Und der stört da oben jetzt auch nicht, weil er ist ja sehr klein. Und ja. Und ich werde auch mal nachgucken nach dem Problem, was hier diese FPS-Drops auslöst. Da hoffe ich, dass wir eine Lösung finden. Oder ich jetzt in dem Fall. Und dann verabschiede ich mich in diesem
Augenblick verabschiede ich mich für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zu meinem Channel gefunden habt. Lasst einen Daumen hoch und ein Subscribe vielleicht da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Starbound.